auf meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen zur Analyse gegen Wolfsburg. Ja, man kann sagen, Wolfsburg, dieses Spiel ist wirklich ein Spiel seit langem, wo die Mannschaft über 90 Minuten Gas gegeben hat, wo die über 90 Minuten Fußball gespielt hat, wo die über 90 Minuten sich nicht aufgegeben hat, wo die wirklich konsequent bis Ende zu Ende gespielt haben. Und ich finde, das alleine, das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Ich finde auch, dass wir in dem Spiel die bessere Mannschaft waren gegen eine Mannschaft, die gerade auf Platz 3 der Bundesliga ist. Und ich finde auch, dass wir in dem Spiel mehr Chancen hatten und vor allen Dingen mal wieder vom Schiedsrichter im Stich gelassen worden sind, beziehungsweise hatten wir so ein 12. Mal gegen uns, und das war in diesem Fall der Schiedsrichter. Ich fand es nicht ganz so schlimm wie gegen Mainz, aber schon schlimmer als in den letzten Spielen, wo wir auch teilweise oftmals kleinere Situationen gegen uns gepfiffen bekommen haben. Aber in dem Spiel war ja wirklich ein Elfmeter, der zumindest mal 50-50 war. Viele, gerade wenn du die Schalke-Brille anhast, sagen, es ist gar kein Elfmeter. Für mich 50-50-Angelegenheit. Aber der darf nicht gepfiffen werden, wenn A, der Schiedsrichter entschieden hat, dass das kein Elfmeter ist, dann darf der Video Assistant gar nicht eingreifen, nur bei klaren Fehlentscheidungen. Und das ist keine klare. Man kann darüber streiten, ob das ein Elfmeter ist oder nicht. Deswegen, ergo, durfte der gar nicht eingreifen. Und Punkt 2 ist, da war auch noch ein Abstoß vorher. Das bedeutet, der wurde freigegeben von Schiedsrichter. Das bedeutet, das Spiel wurde gerade fortgesetzt. Wenn das Spiel fortgesetzt wird, dann darfst du nicht das Spiel unterbrechen für einen Videoassistent. Nur bei einer Spielunterbrechung. Und gerade deswegen gibt es da eigentlich noch die Möglichkeit, da Einspruch zu verlangen aus Schalke-Sicht. Sollte man auch auf jeden Fall machen und dann das Sportgericht da entscheiden lassen. Aber grundsätzlich sehr, sehr schwach vom Schiedsrichter. Auch auf der anderen Seite hätte man für uns dann definitiv auch einen Elfmeter geben müssen. Uth wurde da ganz klar getroffen. Und wenn du da auf der einen Seite so einen Elfmeter gibst, musst du auf der anderen Seite auch so einen Elfmeter geben. So, was kann man ansonsten vom Spiel sagen? Ich fand, wir haben gut dagegen gehalten. Wir hatten dann auch zum Ende hin auch nochmal die klareren Chancen. Letztendlich haben wir die aber nicht genutzt. Und somit kannst du dich dann auch nicht belohnen, wenn du vorne die Dinger nicht reinmachst. Kommen wir zur Spielerbewertung. Ich finde, Fährmann hat ein gutes Spiel gemacht, wenn man auch bedenkt, er hat den Elfmeter eigentlich gehalten. Da müsste eigentlich die Verteidigung wacher sein, oder nicht die Verteidigung, die Spieler, die da am Elfmeterkreis stehen, müssen wacher sein. Gerade auch Nastasic, der im Vollsprint da hingegangen ist, eigentlich der Einzige im Vollsprint, da muss ich auch gerade nochmal die anderen erwähnen, der aber dann abgebremst ist und dann nochmal im Vollsprint durchgelaufen ist, der hätte komplett durchlaufen müssen, dann hätte der, wäre der vor dem Weghorst beim Ball gewesen und hätte die Situation klären können. So leider kam der Weghorst wieder dran und hat dann das Tor gemacht. An dieser Stelle keine Schuld an Fährmann, der ja auch, wo man auch überlegen kann, kann er den zur Seite abprallen oder sogar festhalten, weil der wurde echt schwach, echt leicht geschossen. Aber in so einer Situation bist du einfach froh, wenn du den Ball da klärst, wenn du den Ball da ablocken kannst, und da keine Schuld an Fährmann. Und deswegen gebe ich dem Fährmann auch eine 2 in diesem Spiel. Becker, fand ich, auf der rechten Seite hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Auch diesmal auch vor allen Dingen in der Offensive sehr, sehr viele Momente gehabt, sehr, sehr viel Dampf gemacht. Und ihm würde ich diesmal auch eine 2 geben. Dann Schau fand ich auch sehr, sehr gut. Hätte ich auch nicht zugetraut, dass er da wieder so eine gute Leistung zeigt. Ihm würde ich auch eine 2 geben. Nastasic aufgrund des Fehlers würde ich auch, aber ansonsten ein gutes Spiel gemacht, würde ich noch eine 3 geben. Dann links Kolasinac fand ich wieder stärker, fand ich auch, hat wieder mehr nach vorne gemacht. Ihm gebe ich auch eine 3. Dann haben wir Harit über links, ihm gebe ich sogar die 1, weil der wirklich der einzige Spieler in der Offensive war, wo gefährliche Situationen erzeugt hat. Dann gebe ich dem Mascarell eine 4 und Stambouli gebe ich auch eine 4. Ich finde, mal wieder hatte unsere Sechser da wenig Zugriff aufs Spiel, und das ist wirklich unser Schwachpunkt. Auf der rechten Seite, William, gebe ich eine 3. Ich fand, der war sehr bemüht und hat auch
sehr gekämpft, hat gearbeitet, hat alles getan, hat da auch einen super Pass gespielt und deswegen kriegt er von mir eine 3. Hat auf jeden Fall für mich eine Daseinsberechtigung auch für die Startelf. Und gebe ich die Note 5, weil der wieder mal sehr glücklich agiert hat, wenig gemacht hat und dann auch noch die Chance vergeigt hat. Und Hoppe gebe ich ebenfalls eine 5. Er hatte 2 sehr, sehr große Chancen. Eine war davon hundertprozentig auch reinmachen müssen. Bei ihm finde ich halt besser als beim Ut, dass er da aktiver ist. Aber diesmal auch im Gegensatz gegen Bremen hat er bei der Ballverteilung oftmals Fehler gemacht. Von daher kann man auch nicht sagen, dass er da wirklich ein guter Fußballspieler, Stürmer ist, sondern in diesem Fall hat er auch da Defizite gehabt. Deswegen da auch die 5. Ich finde, hätte man da einen Huntelaar drinne gehabt in der Box, hätte man da 3-1 gewonnen. Egal wie der Schiedsrichter da pfeift, ist jetzt letztendlich nicht so passiert. Und sehr, sehr schade. Ich muss auch an Groß wieder ein Lob geben, der ja mit William über rechts gespielt hat und Becker auch noch. Hätte ich ehrlich gesagt nicht so aufgestellt. Und was ich auch bei ihm gut fand, ist, dass der Schau in der Innenverteidigung spielen lassen hat. Das hätte ich nämlich auch genauso gemacht. Und ist auch aufgegangen, die 2 Positionen. Das Einzige, was ich bei Groß nicht so gut fand, ist, dass der da mit Mascarell und Stamoli die Doppel-6 oder Doppel-8 gespielt hat. Da fand ich auch in der zweiten Hälfte, als Bujelab reingekommen ist, fand ich das deutlich besser und hoffe, dass dann im nächsten Spiel der Bujelab oder der Serdar dann auf der 8 spielen werden. Und das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, nee, das hätte ich anders gelöst. Ansonsten gebe ich dem Groß dann eine 2 und der Schiri kriegt von mir die Note 6. Der soll am besten gar kein Spiel mehr pfeifen. Das war einfach nur ja, schlecht. Mehr ist dazu nicht zu sagen. So, schreibt mal eure Meinung zum Spiel in die Kommentare, schreibt mal eure Noten in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin dann wieder live, 30 Minuten vom Anpfiff zum Leipzig-Spiel. Würde mich freuen, wenn wir auch da in den Stream reinkommt, wenn wir zusammen das Spiel uns anschauen werden. Schreibt mal rein, ob ihr dabei seid und ansonsten gibt es auch noch einen Vorbericht zum Leipzig-Spiel. Kommt auch heute auf dem Kanal. Könnt ihr euch freuen, könnt ihr euch reinziehen und dann, wie gesagt, morgen im Livestream gucken wir uns das Spiel an. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ich bin jetzt raus. Glück auf. Ciao.